Na, seid ihr bereit für die ultimative Action? Nein? Ah, ich auch nicht. Servus. Willkommen zu einer neuen Folge von Frag Schneebi. Ihr kennt das Prinzip. Ihr stellt kreative Fragen und dann gibt's meine dummen Antworten dazu. Also, lecker. Halt's Mauk! Ah! Ah! Alles klar. Wer ist der beste Assistent bei den Videodreharbeiten? Oh, die Frage ist einfach. Darf ich vorstellen? Bastian. Hi. Wie lange brauchst du für einen Frag Schneebi und wie lange für einen Kurzfilm mit Skript und Schneiden? Naja, das ist unterschiedlich, je nachdem wie lang und wie aufwendig das Video ist. Für ein durchschnittliches YouTube-Video schreibe ich 1 bis 2 Tage Skript, 1 bis 2 Tage nehme ich auf und 2 Abende, wenn es lang wird, auch noch den Sonntagmorgen, schneide ich das Video, damit ich das dann Sonntagmittag rendern und hochladen kann, damit ihr es Sonntagabend sehen könnt. Für einen Kurzfilm dauert es ein bisschen länger. Dann nehme ich jetzt einfach mal die Fakten vom letzten Kurzfilm. Da habe ich 1 Monat lang das Skript geschrieben, weil ich immer ein bisschen faul war, das zu schreiben. 5 Tage lang gedreht, wenn man die Tage halt in Österreich mitzählt. Und das Ganze dann 1 Woche bearbeitet. Jeden Abend und jeden Mittag durchgehen. Durch die ganzen Effekte war das halt ein bisschen aufwendiger, deswegen habe ich da ein bisschen länger gebraucht. Wohin willst du unbedingt einmal reisen? Generell alle Länder, in denen ich mit Englisch weiterkomme. Aber auf jeden Fall die USA. Da wollte ich schon immer mal hin. Aber nur in meinen Gedanken. Okay, dann komm in meine Gedanken. Hallo? Oh, ich glaube, ich bin nur in meinem Kopf. Aber ich muss in meine Gedanken. Das sind noch nicht meine Gedanken. Ich glaube, das ist mein Unterbewusstsein. Okay, kommt mit in meine Gedanken. What the fuck? Hallo. Hi. Kannst du ein Projekt mit deinen Zuschauern machen? Klar, so ein Fan-Treffen. Warum denn nicht? Ja, hallo erstmal. Ich bin Sebastian. Ihr kennt mich ja von YouTube. Deswegen seid ihr ja alle hier. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Dass so viele Gesichter hier sind, das freut mich wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ah. Was los? Schön, dass gerade du da bist. Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Ach komm, halt's Mauk, du Otto. Oh, das war der von vorhin. Na, was machen Sachen? Wahrscheinlich nix, die faulen Säcke sind arbeitslos. Sie fressen mir den Kühlschrank leer, haben eine Aussprache wie Murat von der Dönerbude. Und wie oft soll ich euch eigentlich noch sagen, dass ihr die scheiß Klobrille runtermachen sollt? Wir sind auf dem Weg der Besserung. Stürzt dein PC manchmal beim Schneiden ab? Hä? Nee, was ist das denn jetzt? Nee, eigentlich gar nicht. Wenn du deinen Namen ändern könntest, wie würdest du dich nennen? Das müsste irgendein cooler Name sein, irgendein kreativer. Er muss zeitlos sein und angesagt. Es soll kein Name sein, mit dem man mich mobben kann. Bob. Der Meister. Och Gott. Du, wer schafft das? Mann, halt doch dein Maul. Welche Geschichte aus deiner Jugend wirst du deinen Kindern und Enkel am häufigsten erzählen? Naja, wahrscheinlich die, als mein bester Freund auf dem Mond war. Oder die, als er für die deutsche Nationalmannschaft gespielt hat. Oder die, als er auf dem KFC-Logo zu sehen war. Oder die, als er Kim Jong-un getroffen hat. Eins davon, welche genau, naja, kann ich mich noch nicht so entscheiden. Kennst du spannende Hobbys? Naja, es gibt Leute, die haben Hobbys wie YouTube, wie zum Beispiel ich. Und dann gibt's noch CEO. Ceo bumst gerne Mülleimer. So ein geiler Mülleimer! Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ist das schwer, einen Computer zusammenzubauen? Und wie kannst du dir merken, wenn du was rausholst, wo es nochmal rein muss? Naja, für mich ist das nicht wirklich schwer. Ich kenne mich damit aus, weil ich mich dafür interessiere und weil wir es in der Schule gelernt haben.
Für jeden, der sich damit allerdings nicht auskennt, rate ich dringend, die Finger davon zu lassen. Da kann sehr viel kaputt gehen und das Zeug ist nicht günstig. Was für einen Film würdest du gerne mal drehen? Oder sogar eine Serie? Was ist dein Lieblingsfilm? Lieblingsfilm definitiv Kingsman, The Secret Service and Kingsman, The Golden Circle. Was für einen Film oder Serie ich selbst drehen würde? Keine Ahnung, aber ich würde es auf jeden Fall mal machen. Ich will nicht umsonst Mediengestalter werden. Wenn es eine persönliche Flagge für dich gäbe, wie würde diese aussehen? Naja, sie sollte auf jeden Fall meine Lieblingsfarbe Blau beinhalten. Mein Logo auch und vielleicht auch mich. Vielleicht so ein bisschen heldenmäßig und darf gerne übertrieben werden. Damit lässt sich arbeiten. Kannst du nochmal Hashtag FragSchneeBee machen? Hast du ein Vorbild? Klar habe ich ein Vorbild. Axel Voss. Ich wollte schon immer mal 5 Millionen Gegner haben und mich trotzdem irgendwie durchschlagen. Ist ein richtiger Superheld. Mach mal ein Effekte-Tutorial. Nein, auf gar keinen Fall. Erstens ist das nicht der richtige Kanal dafür und zweitens gibt es Milliarden Effekte. Allein das ist schon ein Effekt. Also wenn du wissen willst, wie ein bestimmter Effekt geht, dann Google, Motherfucker, do you use it? Welchen Smiley benutzt du am häufigsten? Machst du auch mal Game? Halt! Gut. Weitermachen. Machst du auch mal Gaming? Nee. Welcher Film oder welche TV-Show beschreibt dich am besten? 5, 4, 3, 2. Mein Name ist Bastian, hier könnt ihr abonnieren und hier seht ihr ein anderes Video und ganz da unten schreibt ihr mir neue Fragen für FragSchneeBee in die Kommentare und wir sehen uns dann. Ciao.